Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Heute wieder eine Episode und zwar die siebte dieses Karrieremodus mit der Borussia, mit der Fohlenelf, die eigentlich täglich kommen soll. Am Freitag kamen sie nicht, aber heute geht es wieder weiter am Sonntag. Und zunächst einmal, bevor wir hier irgendwas anfangen, muss ich mich entschuldigen für das Video des Hannover 96 Karrieremodus gestern. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Ich habe mir jetzt die Datei nochmal angeguckt. Ich habe dummerweise, weil ich das immer so mache, weil meine Festplatte nicht gerade die größte ist, ich lösche, nachdem ich das Video hochgeladen habe, weil ich normalerweise vorher mal kontrolliere, immer die ganzen Rohdateien. Dementsprechend konnte ich es auch nicht nochmal re-rendern und hochladen. Ich habe aber nochmal das Projekt angeguckt und da waren die ganzen Soundspuren drin. Ich weiß dementsprechend nicht, warum es nicht geklappt hat und warum beim Kaiserslautern-Spiel kein Ton dabei war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. In den nächsten Episoden wird das definitiv nie mehr passieren. Das war ausnahmsweise mal ein Video, was ich mir nicht angeguckt habe, nochmal im Nachhinein, beziehungsweise nachdem ich es gerendert habe. Und das rächt sich direkt. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Wie gesagt, morgen kommt dann die nächste Episode und dann wird hoffentlich wieder besser werden. Wenn es euch heute gefallen sollte, hier dieser Karrieremodus, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Videobeschreibung könnt ihr mal auschecken. IG Vault auf jeden Fall für günstige Münzen, sind mittlerweile FIFA 17 am Start. MGT, beziehungsweise Max Gaming TV, ihr kennt es ja. Als Rabattcode bekommt ihr 6%. Auch meine Social Media Links sind da und mein Merchandise, ich zeig's ja mal ganz kurz. Herrlich, wunderbar. Das ist mittlerweile auch in der Videobeschreibung erhältlich im Merch Store bei 3D Supply. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und wenn ihr Teil der MGT Army sein wollt, euch da was gönnt, würde ich mich drüber freuen auf jeden Fall. So, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich war heute im Stadion den ganzen Tag unterwegs. Dementsprechend ist das nicht mehr ganz so fit. Ich hoffe, aber das geht klar. Und wir starten jetzt rein. Wir sind mittlerweile am 25. September. Das heißt, wir sind relativ nah an der Realität und machen erstmal Training. Und das letzte Spiel haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gegen Schalke gespielt. Und das haben wir unentschieden gespielt mit 0:0. Geht also auf jeden Fall besser. Das Training ist schön teuer und steigt auf 74. Das gefällt mir sehr gut. Uiuiui, ich weiß den Controller runter. Aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall Steigerungspotenzial, vor allem in den Spielen, die ich selber spiele. Und dann gucken wir uns einfach mal an, gegen wen es heute gehen wird. Wir spielen in der Liga gegen Schalke 04, das spielen wir, wie gesagt. Und dann spielen wir noch gegen Hamburger SV, das werden wir simulieren. Danach die Episode, also am Montag geht es weiter gegen Hannover 96 im Pokal. Gegen den FC Bayern München, das werden wir auch spielen. Und gegen Frankfurt, das heißt, Hannover werden wir richtig simulieren, obwohl es gegen mein Lieblingsteam ist. Muss ja aber auch mal sein. So, ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter in der Saison und schauen mal, was die nächsten Tage so bringen, ob da irgendwelche Verletzungen kommen. Nein, aber ein auskurierter Spieler. Wer ist denn auskuriert? André Hahn, ja Gott sei Dank. Och nee, Alter. Es funktioniert hier auch gar nichts. Ich karte das mal eben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig es ist, 0:0 nachzustellen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die anderen Ergebnisse stimmen, aber wir haben auf jeden Fall gegen Schalke 0:0 gespielt und machen jetzt weiter. Ich weiß nicht, irgendwie läuft das gerade nicht mit dem Karrieremodi. Ich glaube, das ist ein Zeichen, ich soll mehr Ultimate Team spielen. Ich weiß es aber nicht. Wir trainieren auf jeden Fall erstmal unser Team und haben da wahrscheinlich ein Upgrade mal wieder dabei. Oder, nee, haben wir nicht. Wer auch. Aber Teuer immer wieder mit einem A und Tiedemanns mit einem F. Aber das ist, naja, nicht so super im Training, aber gut, vielleicht ja beim nächsten Mal. Da hat er wieder die Chance und dann wird auch ausnahmsweise mal Teuer rausgenommen und ein neuer reingebracht. Mal sehen, wen wir dann da reinnehmen werden, weil Teuer hat er jetzt gerade sein Upgrade gehabt. Wir haben ein Scouting-Update und ein Nationaltrainer auf. Kolumbien ist eigentlich interessant, lehne ich aber trotzdem ab, weil Nationaltrainer soll jetzt erstmal nicht sein. Und dann haben wir hier neue Spieler. So, der Kollege Vogel ist ein Vogel, deswegen wollen wir den nicht haben. Der ist auch viel zu schwach, auch er. Ja, nee, also das ist allgemein nichts, was wir jetzt hier gerade haben. Bis 73 Potenzial, was ist denn das? Der ist auch zu schwach, weil er schon zu alt ist und auch der ist zu schwach. Also das war jetzt mal nichts von diesem Scout, aber in Ordnung. Kann ja auch mal passieren. Nein, wir wollen nicht abbrechen, nicht schon wieder. Das wäre langweilig. Wir sind gerade in der Länderspielpause, deswegen haben wir nochmal Training zwischendurch. Ich glaube, da waren wir letztes Mal stehen geblieben, bin mir aber auch nicht ganz sicher. Schreibt es eventuell mal in die Kommentare, wenn ihr euch daran erinnert. Dann nehmen wir Teuern aus dem Training raus, aber wen packen wir dafür rein? Das ist die große Frage, wir haben denn genug. Vestergaard zum Beispiel, der braucht mal Training, der steigt nämlich demnächst. Ich glaube, den habe ich auch tatsächlich reingepackt, letzte Episode schon. Bin mir nicht ganz sicher. Und Modahut packen wir mal raus und dafür packen wir Christensen rein, unseren jungen 20-jährigen dänischen Innenverteidiger. Super talentierten Megastar, sagen wir es einfach mal so. Und mal sehen, was hierbei rauskommt. Ein D und ein F. Ja, aber dafür eine Arbeit Tiedemanns. Wie gesagt, nächstes Training wird besser. Hat er sich dran gehalten, das ist sehr, sehr schön. Jetzt geht es gegen den HSV und da werde ich wieder mit Dreierkette spielen. Ich werde aber auf jeden Fall gegen Schalke mit... Ach nee, nicht gegen Schalke. Warte mal, wir spielen gegen Bayern ja noch in dieser Episode, oder? Habe ich das gerade eben wieder verpeilt? Ja, wir spielen gegen Bayern. Im Pokal spielen wir dann gegen 96, Frankfurt und Hertha. Das heißt, wir spielen Pokal und simulieren die beiden anderen Spiele. Okay, alles klar. Egal, auf jeden Fall spielen wir hier jetzt mit Dreierkette und gegen Bayern dann mit Viererkette. Ich denke mal, das sollte aber auch logisch sein. Gut, wie machen wir das Ganze? Hahn ist ja wieder fit, der kriegt auch mal... Ah, nee, der kann seine Bewährungschance eigentlich gar nicht bekommen, weil dafür ist Philipp viel zu gut drauf momentan. Traoré, hatte der nicht mal 81?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, Hahn ist wieder fit. Vierinha ist auch noch da. Hoffmann kommt mal raus. Schulz kommt auch mal raus. Aber dafür kommt Kramer rein. Das heißt, ja, irgendwie hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Johnson hat auch noch gute Form. Die haben alle noch gute Form. Liegt halt daran, dass wir jetzt gerade nicht schlecht gespielt haben beim 0-0, sondern dominant gespielt haben. Philipp kannst du, wie gesagt, nicht rausnehmen. Hahn kannst du so aber auch nicht reinnehmen. Das heißt, wir lassen es einfach so. Never change a not losing team in diesem Fall. Schauen wir mal, was gegen Hamburg bei rauskommen wird. Ich bin gespannt. Im Idealfall natürlich 3 Punkte, weil wir wollen ja auch oben dran bleiben. Allerdings ist das immer so eine gewisse, ja, Schwierigkeit. Wir sind Vierter momentan, aber spielen auch zu Hause, von daher sollte was drin sein. Die haben aber zuletzt gegen Hertha gewonnen, also das ist schon mal eine Ansage. Ist übrigens jetzt quasi in der Zukunft, 15. Oktober. Wir sind ja jetzt gerade erst am 2., wenn ihr dieses Video seht. 10 Minuten durch, nichts passiert. Spielen vorne mit Hunt, mit Wood, mit Kostic, Müller, Holt, Biektalos, Colek, Spalt, Giroud, Diekmeier und Adler. Ich glaube, bis auf Diekmeier ist das alles relativ realistisch. Aber bis nach 50 Minuten ist noch nichts passiert. Und ich hoffe mal, das ändert sich noch, weil ansonsten war es vielleicht doch ein Fehler, André Hahn nicht aufzustellen. Da kommt er jetzt rein für Raphael. Aber es passiert nichts. Doch, es passiert was und wir kassieren durch Diekmeier direkt den Ausgleichstreffer. Direkt nach unserer Führung. Was ist das denn schon wieder? Ganz, ganz schwach. Nur ein 1-1 gegen Hamburg. Jetzt müssen wir gegen Bayern punkten. Das wird natürlich alles andere als einfach. Sind nicht abgerutscht. Okay, das ist in Ordnung. Aber Leipzig hat auch ein Spiel weniger als wir. Dafür hat Leverkusen schon 7. Von daher passt das. So, Training wieder. Maxi Philipp nochmal Abschluss trainieren. Das war ja gerade anscheinend nicht so doll. Auch wenn er eine Bude, wobei er hat eine Bude gemacht, eigentlich war Raphael der, der halt anscheinend nicht so wirklich was gebracht hat, genauso wie André Hahn. Ich glaube, ich nehme Raphael für das Spiel jetzt auch mal raus, wobei kannst du eigentlich auch wieder nicht machen, ne? Weil gegen Bayern brauchst du so einen technisch starken in der Offensive. Gegen Bayern ist allgemein, das war selbst letztes Jahr noch, warum ich die denn jetzt gelobt, egal. Das war selbst auf Legende, letztes Jahr, wo ich ja eigentlich die Legende recht gut beherrscht habe, noch schwierig gegen die zu gewinnen. Jetzt wird es auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Aber mal schauen, Griechenland lehnen wir genauso ab wie Kolumbien. Das wäre schön, wenn man allgemein sagen könnte, ich will kein Nationaltrainer sein, aber das geht ja leider Gottes nicht. Und dann gehen wir mal rein ins Spielchen hier. Auswärts in der Allianz Arena, spielen natürlich in Schwarz-Weiß, wie sich das gehört. Und es wird regnen. Das ist interessant. So, Aufstellung. Wir spielen das Ganze im 4-2-3-1 mit einer breiten Formation. So, Raphael auf der 10. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht eigentlich. Johnson geht nicht auf links. Da geht Wendt hin. Wendt auf rechts ist aber auch keine so gute Idee. Deswegen geht da Vierinha hin. So, der kann auch vorher mit ein bisschen mit dem Tempo mithalten, eventuell zumindest. Dahoud, Thielemanns auf der 6, das ist mir nicht defensiv genug. Dann nehmen wir mal Thielemanns raus und packen Kramer mit rein. Dahoud wird ein bisschen vorgezogen. Traoré ist momentan unser Topscorer, deswegen nehmen wir den nicht raus. Rechtes defensives Mittelfeld, ich will dich lieber zentral haben. Genau, so und Philipp. Philipp nehme ich raus, dafür kommt Hahn rein, aber Raphael nehme ich nicht raus, der bleibt auf der 10. Hazard auf links, weiß ich noch nicht, ob das meine präferierte Variante ist, aber momentan fehlt uns da die Kapazität zu experimentieren, weil ich Hofmann nicht spielen lassen möchte und Hazard ist zwar nicht der schnellste, aber hat immerhin, was hat er für Tempo, zusammengerechnet vielleicht so um die 79, das passt also. Müssen wir mal schauen, ich würde sagen, wir gehen aber mal rein in das Spielchen und schauen, wie das Ganze laufen wird. Zu verlieren haben wir nichts gegen Bayern Astaldi als gerade Gastteam nie was zu verlieren und ja. Von daher, wir wollen natürlich im Idealfall punkten, wie gerade angesprochen. Das wäre natürlich jetzt super, wenn ich jetzt ausgerechnet gegen Bayern spielerisch mal ein bisschen glänzen könnte. Wir wollen punkten, damit wir oben dabei bleiben, beziehungsweise damit wir oben den erstens Anschluss nicht verlieren und zweitens die anderen uns nicht überholen lassen. Aber diese Freischuss-Challenge läuft gerade viel zu gut, um sie abzubrechen. Jetzt ist es scheiße und damit können wir es abbrechen und gehen rein in die Allianz Arena. Die natürlich auch bei Regen wunderbar in Rot erstrahlt. Sieht hübsch aus, kann man nichts gegen sagen. Ist auch noch ein bisschen heller draußen. Dämmerung, das heißt noch nicht komplett dunkel. Das heißt Oktober, naja, okay. Philipp Lahm sehen wir hier, den Kapitän. Und dahinter direkt Manuel Neuer. Auf der anderen Seite haben wir die auf jeden Fall sehr realistischen Faces von beispielsweise Mo Dahoud. Bayern ist momentan nur Zweiter, Dortmund ist Erster. Torverhältnis ist sehr, sehr ähnlich. Allerdings halt, wie gesagt, einen Punkt weniger. Dementsprechend nicht Tabellenerster, eine Choreografie der Bayern-Fans, der Schickeria und sie haben Verratti, wie wir gerade schon gesehen haben. Und das ist natürlich mal eine Ansage, mit was sie hier spielen. Ribéry, Müller und Robben unter anderem. Spieler im Fokus ist Robben bisher. 8 Spiele, 3 Tore. Den müssen wir auf jeden Fall containen bzw. unter Kontrolle halten. Philipp Lahm auch nie zu unterschätzen, auch offensiv gesehen. Und Manuel Neuer, der vielleicht beste Torwart der Welt und der beste in Deutschland auf jeden Fall. Das wird eine sehr harte Aufgabe. Wir wollen diese Nuss aber knacken und deswegen springen wir rein in diese Partie und schauen, was geht. Ach ja, Slider habe ich noch an, weil ich habe gerade natürlich mit Slidern gespielt, damit ich das 0-0 darstellen kann und nicht zu viel machen muss. So, stellen wir natürlich gleich mal aus. Und dann geht es rein in diese Partie. Wir gehen direkt mal auf Konter. Zwar haben wir auf links halt, wie gesagt, beispielsweise nicht so den idealen Konterspieler mit Thorgan Hazard, aber gegen Bayern kannst du halt nicht viel anderes machen. Oh, das war nicht so gut, auch wenn, ja, Gladbach in den letzten Jahren immer frech gespielt hat gegen Bayern und das auch belohnt wurde. Gladbach, glaube ich, in den letzten Jahren mit der erfolgreichsten Quote gegen Bayern, wenn ich mich recht erinnere.
Das wollen wir heute natürlich fortsetzen im Idealfall, so ist nicht. Das sieht aber gleich mal gar nicht gut aus, aber Westergaard ist dazwischen. Robben setzt sich außen durch gegen Oscar Wendt und dann kommt Kramer dazwischen, sehr, sehr schön verteidigt. Kann man so machen. Jetzt aber aufpassen, dass da nicht direkt weiter offensive Power am Start ist. Schön verteidigt von Hazard, der muss auch mit nach hinten arbeiten, das ist definitiv so in dieser Partie heute. Schön wieder von Hazard dazwischen. Gegen Robben verliert den Ball, aber das darf natürlich dann nicht passieren. Westergaard ist da und wehrt das Ding ab. Ich habe auch noch nicht gegen so ein starkes Team wie Bayern gespielt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Bisher in diesem FIFA und schon gar nicht im Karrieremodus. So, und jetzt André Hahn. Und der hat mal das Tempo und der kann mal vorbeigehen. Ah, Verratti, aber gut aufgepasst. Da war das Dribbling gerade mal nicht so on point. Ist ja allgemein nicht unbedingt die Stärke von André Hahn. Der ist eher mit seiner Wucht überzeugend als mit der Technik und vor allem mit seinem sehr wuchtigen Schuss natürlich auch. Thomas Müller geht mal hinten rum und verliert den Ball gegen Kramer. Also zwei Kämpfe, das ist schon mal sehr wichtig. Entscheiden wir in dieser Anfangsphase auf jeden Fall für uns. Das muss auch bitte weiterhin so bleiben. Das wäre sehr, sehr wichtig. Denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Schön von Kramer auf jeden Fall. Und jetzt hat Hahn die Gelegenheit. Da ist Boateng dazwischen, aber da ist Raphael. Wartet auf Traoré. Traoré wird geschickt. Traoré! 1:0! Jawohl, so geht das los hier. 13. Spielminute und genau das, was wir gesagt haben. Trifft ein, wir kontern die Bayern aus und führen mit 1:0 in der Allianz Arena. Sehr, sehr gut gemacht von Kramer. Und dann wartet Raphael auf den richtigen Moment. Legt den Ball quer. Bart Stubert nicht richtig aufgepasst. Kurze Ecke. Neuer ist wahrscheinlich noch dran, aber Ball unter die Latte und rein damit. Traoré, unser Goalgetter bisher in dieser Saison. Nein, Neuer war nicht mehr dran. Sehr schön mit dem schwachen rechten Fuß, aber Führungstreffer. Sieht sehr geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Mit den Tropfen, beziehungsweise mit dem Wasser wirklich, dass man auch sieht, auch wenn es nicht ganz realistisch aussah von der Form her. Aber muss man auch mal loben, hat ihr gut gemacht. Wir führen gegen die Bayern. Und jetzt können wir natürlich uns noch mehr auf die Defensive und aufs Kontern konzentrieren als vorher. Weil jetzt haben wir das Tor und jetzt muss Bayern natürlich erstmal kommen und muss erstmal antworten. Allerdings versuchen sie das gleich über Ribéry, da kommt der Hut nicht ganz hinterher. Eigentlich ist das ja auch Vierinhas Aufgabe, der aber gerade nicht da war. Ribéry macht da aus dem Wasser will. Sieht nicht so schön aus. Alonso. Ich muss auch ein bisschen immer unten aufs Radar, beziehungsweise nicht aufs Radar, sondern auf die Spielernamen achten, damit ich weiß, wer am Ball ist und welcher Fuß das ist. Ganz, ganz schwach von Westergaard in Kombination. Wir sind ja doch keine Viererkette gewohnt, aber jetzt ist Wendt da. So, und jetzt theoretisch wieder eine Kontergelegenheit über Wendt. Und da außen sehen wir ihn doch schon. Das ist Mo Dahoud, nicht der Schnellste. Aber jetzt wieder raus und da ist Traoré. Hatte gerade noch ein bisschen mehr Platz. Andere Seite, da kommt Thorgan Hazard. Philipp Lahm aber natürlich da. Und der ist, ja, stellungsspieltechnisch eine Bank. Und den kannst du auch mit so einem einfachen Seitenwechsel nicht überwinden. Aber schön von Westergaard. Raphael, ah, schönes Tackling von Xabi Alonso. Mittelfeld und Raphael bleibt am Boden liegen. Och nee, Digga, still bitte auf. Ich kann nicht noch einen Verletzten gebrauchen. Das haben wir in den letzten Wochen definitiv genug gehabt. Mit Stindl, mit Hahn, der Gott sei Dank jetzt wieder fit ist, wo unser Capitano sich verletzt hat. Und das sieht gut aus bei den Bayern, aber der Schuss abgeblockt da von Vidal. Oh, da haben wir gerade mal ein bisschen FPS-Einbrüche gehabt anscheinend. Und der Krieger kam nicht zum Tor. Nee, Raphael ist anscheinend wieder fit, beziehungsweise ist zumindest auf dem Platz geblieben. Sommer muss er haben, hat er auch. Okay, ja, Konter ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig defensiv, weil keiner da ist. Deswegen gehen wir mit Sommer ein bisschen alleine und spielen jetzt den Ball in den Lauf. Von Hazard war natürlich riskant, hat ja aber funktioniert. Von daher alles in Ordnung. Jetzt bewegen sie sich aber gar nicht nach vorne und dann so ein Ballverlust gegen Lahm. Der darf natürlich normalerweise nicht passieren. Tackling von Kramer gegen Vidal. Ribéry hat mal die Seite gewechselt. Und wieder gut dazwischen gegangen. Diesmal von Hazard und jetzt Mo Dahoud. Und wieder ist auf der rechten Seite sehr viel Platz. Bayern steht auf jeden Fall offen. Und da ist Traoré und der ist auch schneller als Boateng im Normalfall. Im Normalfall halt die Flanke. Ah, mit rechts. Wollte ihn natürlich mit links schlagen, hat er sich dummerweise nicht weit genug auf den linken gelegt gehabt. Und so direkt in den Mann hinein und nicht zum Tor gezogen. Beziehungsweise nicht vom Tor weggezogen, sondern zum Tor gezogen. So ist richtig. Aber Traoré ist auch schon wieder hinten und jetzt wieder auf Vierinha. Und der hat jetzt einmal ein bisschen Platz da außen. Aber gegen Boateng, oh, schön gemacht mit der Körpertäuschung mehr oder weniger, beziehungsweise mit der Körperkontrolle. Schön angehalten, Hummels stehen lassen, allerdings ist da keiner in der Mitte gewesen. Hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen warten sollen. War nicht die idealste Variante, aber noch sieht das sehr, sehr gut aus, gerade defensiv auch. Wir spielen genau das, was wir machen wollten. Wir kontern die Bayern aus und die Taktik scheint bisher sehr gut aufzugehen. Und das ist natürlich sehr schön. Westergaard ist ein bisschen weit nach vorne gerückt. Der muss jetzt zusehen, dass er wieder in die Viererkette reinrücken kann, auch wenn Platz hat keiner eingenommen. Ah, Westergaard ist da, schön, stark gemacht. Nicht der Schnellste, aber schnell genug zumindest wieder da. Christensen, nicht zu weit vorlegen. Kramer und jetzt außen Thorgan Hazard. Kriegt den Ball da irgendwie doch noch kontrolliert, aber Lahm ist wieder dazwischen. Und Raphael, ganz, ganz stark. Ist er da noch am Ball? Ja, ist er. Hazard raus auf André Hahn und der ist normalerweise schneller. Als Mats Hummels springt er über die Grätsche und läuft ins Aus. Was soll denn sowas? Da war die Ballkontrolle mal wieder nicht vorhanden, wie gerade schon angesprochen.
Und jetzt Hummels hinten rum. Ja, die Bayern sind bisher offensiv noch nicht wirklich gefährlich gewesen. Außer über diese eine Aktion von Vidal, die aber auch nicht wirklich Sommer in Gefahr gebracht hat. Was wir auch so beibehalten sollten. Traoré, schönes Tackling. Dachte ich, aber anscheinend nicht so schön in den Augen des Schiedsrichters. Gab anscheinend da doch einen Kontakt zum Gegner und dementsprechend gibt es jetzt hier... Was gibt's denn? Verwarnung? Ich weiß es nicht. Ja, rutscht da schon von hinten in den Beinen. Ich dachte, das Tackling wäre ein bisschen besser gewesen, aber gibt nur eine Ermahnung. Von daher gut, war natürlich auch auf rutschigem Untergrund und so kann man ja rechtfertigen irgendwie. Rafael gegen Alonso und jetzt Hummels. Die Hintermannschaft zu Fehlern zwingen, dann kann man so schön kontern, aber die spielen hier gerade sehr schön um den 16er rum. Jetzt Müller gegen Wendt und da ist Fipsi Lahm. Alonso, oh, Christensen weit rausgerückt aus der Abwehrkette. Arturo Vidal, Vidal mit links. Die erste etwas größere Gelegenheit der Bayern, aber Gott sei Dank nicht weiter gefährlich. So, und jetzt normalerweise müssen wir da rausspielen. Das machen wir auch ganz nach außen. Ja, das hat super funktioniert. Vestergaard, ganz unpräzise. Auf hier rennen ja, aber ist egal, denn es ist Halbzeit. Wir führen in der Allianz Arena. Besser geht's doch gar nicht. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Können wir zufrieden sein bisher mit unserer Leistung. Traoré bisher mit dem entscheidenden Treffer in dieser Partie. Ist hier gerade bei seinem ja, jungen Teamkollegen Christensen, der bestimmt noch ein paar lobende Worte hat für seinen offensiven Kollegen. Gucken wir uns die Statistiken an zur Halbzeit. Bisher sieht das ja gut aus für uns. Weniger Ballbesitz als gegen Bayern normal. Ein Schuss, ein Tor. Die Gladbacher, die Fohlenelf, sehr, sehr schön. So muss es weitergehen. Wechseln müssen wir noch nicht vornehmen. Rafael würde irgendwann noch rausgehen. Dafür werde ich Amiri bringen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist schon ein fest eingeplanter Wechsel hier in meinem System. Liegt einfach daran, dass Rafael nicht so die Energie hat. Und wir hatten ja gerade auch schon in der ersten Halbzeit gesehen, er lag schon mal am Boden. Und ich möchte halt auch nicht, dass er sich verletzt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Außerdem ist Amiri nochmal vielleicht ein bisschen spritziger als Rafael. Weil Rafael an dem nagt natürlich nicht so das Alter. Der ist gerade in seiner besten Form des Lebens. Aber oh, das war kein Foul von Müller. Aber trotzdem ist er natürlich schon ein bisschen älter als ein junger Amiri, der Spielpraxis braucht und vielleicht noch ein bisschen mehr Elan hat. Ja, die Grätsche hätte nicht kommen sollen von Kramer. Die hätte definitiv nicht kommen sollen von Kramer. Das könnte sogar rot geben, wenn ich genau drüber nachdenke. Das war von hinten in die Beine. Das war kurz vorm 16er. Das Foul war unnötig, weil der Ball war schon weg und war nicht mehr bei ihm. Und Gott sei Dank gibt es nur die gelbe Karte. Sehr, sehr gut. Normalerweise, wie gesagt, hätte es dafür auch rot geben können. Aber es gibt dafür eine sehr, sehr gefährliche Freistoßposition. Für die Bayern mit Arjen Robben, aber wann wunderbar dazwischen von André Hahn, jetzt nur verteidigen gegen Hummels da, der fällt, gibt keinen Elfmeter, Bayern-Dusel nicht vorhanden und jetzt André Hahn und der ist schnell, der ist auch schneller als Arturo Vidal, sollte er zumindest sein, der sollte auch an Lahm noch vorbeikommen, nee, Lahm ist dazwischen, aber Hahn holt sich den Ball sehr schön wieder, jetzt ist die Frage nur, wohin, zweiter Pfosten und es gibt Elfmeter! Gibt es Elfmeter? Es müsste Elfmeter geben oder war es noch kurz vor der Strafraumkante? Ich weiß es nicht genau, aber das sieht so aus nach dem Movement wie Elfmeter. Gelbe Karte für Philipp Lahm. Und das war, gucken wir uns gleich mal in der Wiederholung an, auch notwendig in der Situation, weil sonst wäre Hahn wohl weg gewesen. Nein, es war außerhalb. Nein, es war innerhalb, das Foul. Die Flanke kam auf den zweiten Pfosten, da war auch jemand, ich weiß nicht, ob er rangekommen wäre. Aber so gibt es die gelbe Karte und es gibt Elfmeter. Und Rafael hat die dicke Chance, aber ich kann in diesem Spiel keine Elfmeter. Ich kann in diesem Spiel keine Elfmeter, aber ich habe den... Weil es der erste ist, machen wir das nochmal hier. Rafael und Neuer hält ihn und Neuer hält ihn und Neuer hält ihn und Neuer hält ihn. Ah, ich kann keine Elfmeter in diesem Spiel. War nicht so präzise. War schon in die Ecke, war schon halbwegs hoch, aber nicht eckig genug. Und dementsprechend ist der beste Keeper der Welt da und hält diesen Ball die Ecke auf Christensen. Und Rafael war das dann mit dem Kopf am Ball. Aber Neuer ist wieder da. Hazard, zweiter Pfosten, da ist Traoré. Nochmal in die Mitte will er nicht. Hat er nicht direkt gespielt, auch wenn ich es gedrückt habe. So, jetzt Oscar Wendt. Wir können ja ruhig spielen. Es wäre natürlich schon schön gewesen. Es wäre vor allem die Vorentscheidung gewesen in dieser Partie. Aber jetzt Christoph Kramer in der Mitte ist gerade keiner. Da müssen sie hinlaufen, Freunde. Ich gehe zur Eckfahne nicht, um da irgendwie Däumchen zu drehen. Zurück in den Rückraum. Da ist Mo Dahoud. Jetzt nicht von Müller irgendwie tackeln lassen. Ganz schwacher Pass von Dahoud. Was war denn da los? Keine Konzentration. Und jetzt die Bayern eventuell mit einer Kontergelegenheit. Foul im Mittelfeld. Zieht das Foul. Nicht den Vorteil ausspielen lassen. Ribéry. Ribéry im 16er gegen Vestergaard. Gegen Mo Dahoud. Ball auf Müller. Müller, 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 Müller. Da ist die Klasse der Bayern. Da ist die Klasse der Bayern und sie machen den Ausgleichstreffer. Ribéry außen und in der Mitte ist keiner bei Müller. Da läuft Vierinha, war es vorbei. Wendt geht nicht richtig hin, kurze Ecke. Und der Ausgleichstreffer ist gefallen und wir werden die Situation nutzen, um zu wechseln. Bitter natürlich, kommt quasi als Konter aus der Situation, wo ganz, ganz blöd
Dahuta den Fehlpass spielt. Wo war eigentlich durch den Elfmeter das 2-0 hätten machen müssen? Mehr als ärgerlich. So verspielt man natürlich dann wieder einen Sieg, ne? So verspielt man den Sieg. Wenn man seine Chancen nicht nutzt, gerade gegen Bayern, muss man die halt nutzen. Dann kassiert man hinten und Lahm im Endeffekt hat sogar seiner Mannschaft noch nicht einen Bärendienst, sondern einen Superdienst erwiesen, denn er hat das Tor verhindert, in gewisser Weise, dadurch, dass der Elfmeter halt gehalten wurde und der andere Ball hätte ja theoretisch reingehen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es gegangen wäre, hab's jetzt nicht im Blick gerade, wenn mit dem Foul. Jetzt wird's ein bisschen ruppiger, Christensen darf nicht faulen gegen Robben außen. Oh, Robben in Rückraum, das ist stark gespielt und Vierinja klärt ihn nicht richtig. Verratti mit dem Versuch. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch Vierinha, der vorhin den Pass gespielt hat. Ich dachte, es wäre Dahoud gewesen. Ich glaube, nee, es war Dahoud. André Hahn nach draußen. Hazard. Oh, da kommt Robben dazwischen. Gespritzt, aber schön von Hazard. Holt sich den Ball wieder. Und jetzt muss der Ball kommen und da ist Amiri. Und dann war Boateng dazwischen. Ja, war hochgespielt. War in der Situation vielleicht nicht das Beste, was ich hätte machen können. Aber war natürlich auch eine hektische Situation jetzt. Aber die Bayern sind anfällig. Und auch ein Punkt in der Allianz Arena wäre schon gut. Aber das Ärgerliche ist halt wirklich, dass wir diesen Elfmeter verschossen haben mit Raphael, obwohl wir sogar die Hilfe angemacht haben. Und dass das halt die sichere Zwei-Tore-Führung erstmal gewesen wäre. Und Bayern hat sich durch das Tor natürlich jetzt auch ein bisschen Sicherheit in ihrem Spiel geholt. Und kann sicherer nach vorne kombinieren. Das war sehr, sehr schön gemacht. Jetzt darf Müller da auf nicht. Nee, Coman ist das mittlerweile eingewechselt. Darf da auf keinen Fall rankommen. Dann spielen wir den Ball raus auf Ibrahima Traoré. Der kommt auch an. Was war das jetzt? Das war wieder eine ganz komische Situation. Den hatte ich eigentlich zurückgepasst und nicht nach vorne. Aber gut, Nadiem Amiri geht dazwischen gegen Coman. Coman kann sich durchsetzen, aber Amiri holt sich den Ball. Ah, und dann so ein dummer Pass von Traoré. Wieder so unpräzise. Und das sind die Dinger, die teuer werden können, weil Bayern halt in Ballbesitz kommt und weil wir eine gefährliche Kontersituation gegebenenfalls vertändeln, verspielen. Da ist jetzt Rafinha, schaltet sich in der Offensive ein. Das gefällt mir gar nicht. Müller nochmal auf Rafinha. Das ist so gut gespielt und das ist das 2:1. Och Mann, das ist doch kacke. Verratti macht das Tor. Das ist halt Legende. Oh, wenn fälscht ihn noch ab, vielleicht wäre er sonst nicht reingegangen. Ah, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich. Haben sie auch klasse gespielt, aber jetzt können wir natürlich das Ganze mit Defensivtaktik komplett vergessen. Jetzt müssen wir alles nach vorne investieren. Und wieder war es, wie gesagt, es war wieder ein dummer Pass. Diesmal von Ibrahima Traoré, total unnötig. Hätte er in der Situation auch ganz anders lösen können, macht er aber nicht. Und dadurch passiert halt sowas. So, Thielemans mit dem Freistoß. Kommt auf Christensen, kommt auf Hahn. Nochmal Elfmeter, nee, diesmal nicht. Boateng gegen Christensen, kann ich kein Foul ziehen, beziehungsweise kann ich halt nicht komplett in den Zweikampf gehen, weil der hat schon gelb. Und wir wollen ja nicht gelb-rot kassieren. Stehen natürlich auch sehr offensiv für Bayern. Die ideale Gelegenheit, um zu kontern. War das Abseits? Nein, war es nicht. Christensen muss hinter Robben her. Der geht zur Eckfahne. Gar nicht Bayerns Stil eigentlich. Spielt das aber auch noch aus mit Rafinha. Ah, das guckt euch das an. Das ist einfach stark. Gibt's Abstoß? Nee, Eckball. Werden sie wahrscheinlich auch kurz spielen. Ja, natürlich. Können sie sich jetzt halt auch so gesehen erlauben, ne? Sie führen jetzt. Und jetzt, ne, nicht das 3:1, das war Mats Hummels, der da geschossen hat. Wir müssen alles nach vorne packen und wir werden auch nochmal wechseln. Aber wen werden wir auswechseln, ist die große Frage. Hazard, der hat nicht mehr die Power. Und dafür bringen wir Maxi Philipp, der kann linkes Mittelfeld und deswegen wird er da jetzt auch die letzten Minuten spielen. Hat zuletzt, oh, was ist das denn? Warum denn flach? Hat zuletzt ja gegen wen war es denn? Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen er getroffen hat. Oh, Mann! Auf jeden Fall hat er getroffen, so, und jetzt Kramer und jetzt raus auf Hazard, der, ach ja, ich habe den Abschluss schon gemacht gehabt, bevor ich den Wechsel eingeläutet habe, aber Hazard vielleicht nochmal. Jetzt der Pass auf Amiri, der konnte nicht richtig mitnehmen, Mann. Nimm den doch richtig an, Junge, du wärst der Held gewesen. Das wäre die erste richtig wichtige Aktion von Amiri gewesen, die erste Aktion allgemein im Spiel, aber auch die erste seit seinem Transfer. Traoré nochmal gegen Boateng, holt sich den, och, und dann gibt's so ein, och Mensch, Schiri, das ist doch kein Foul. Ah, bitter. Läuft jetzt gerade nicht mehr in unsere Richtung. Thielemans wieder, Ball im Aus. Zu unpräzise. Das ist auf jeden Fall wieder das, was wir aus diesem Spiel bilanzieren können. Wir machen das Ganze zu unpräzise und das kostet uns im Endeffekt definitiv die Punkte. Das kannst du für den Elfmeter nehmen. Das kannst du für die Pässe vor den Gegentoren nehmen, die niemals hätten so passieren müssen. Und jetzt pfeift er ab und wir verlieren das Spiel gegen Bayern mit 2:1. Ärgert mich tierisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ärgert mich wirklich zu Tode, dass wir das Spiel verloren haben. Tut mir auch leid für euch jetzt natürlich. Gerade für die Gladbach-Fans und für die Bayern-Hasser, von denen es ja auch einige gibt.
Freut mich für die Bayern-Fans von euch und von euch natürlich oder unter euch natürlich, aber nichtsdestotrotz, das hätte nicht sein müssen. Müller ein Schuss, ein Tor. Verratti ein Schuss, ein Tor. Ärgerlich, ärgerlich. Zählt sogar als Eigentor von Oskar Wendt. Wir hatten es eigentlich. Wir hatten es im Sack. Und Raphael verschießt den Elfmeter. Immerhin nicht Traoré, der bisher ja die Elfmeter verschossen hat. Und gucken wir nochmal ganz kurz uns das Ganze an. Das Tor von Müller und das Eigentor von Wendt. Haben wir dann eine Sofortwiederholung, die weiter zurückgeht? Nee, haben wir nicht. War halt der Fehler da vorne von Dahoud und dann kontern sie und dann hier. Müller geht den Schritt zurück. Wendt, ja, geht dann. Ich weiß nicht, warum Wendt da so in die Mitte geht. Ich habe nicht gesteuert, wie Arinha gesteuert. Wendt geht auf jeden Fall in die Mitte, wahrscheinlich, weil er Linksverteidiger ist. Und dann ist die Lücke da. Und so gesehen, man könnte sagen. Guckt euch das mal an. Ja, gut. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Ja. Wenn man das so mal sieht, bei der Schussabgabe. Steht Verratti im Sichtfeld von Sommer in gewisser Weise schon, dann wäre es wohl, ja, wäre abseits gewesen. Aber vielleicht wäre es in Realität nicht so gewesen und vielleicht ist FIFA auch nicht so intelligent. Und das zweite Tor, ja, da war der Ballverlust von Traoré ganz unnötig und dann spielen sie es halt klasse aus, ja, keine Frage. Und Wendt, ja, unglücklich, dass das Ding jetzt auch so reinkullert, aber kann man jetzt nichts mehr machen. Wir verlieren gegen Bayern, den Punkt hätten wir definitiv gebrauchen können, haben aber nicht geholt und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, ihr findet es gut, dass ich so ein bisschen struggle und dass ich so ein bisschen kämpfen muss, weil das macht es ja auch realistisch. Ja, man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen, auch wenn es schön wäre. Und dementsprechend geht es dann in der nächsten Episode weiter gegen Hannover 96, auswärts im Pokal, was müssen wir auf jeden Fall spielen. Auswärtspokal, kann immer was passieren. Und gegen Frankfurt geht es dann noch weiter. Und gegen Hertha BSC Berlin. Keine einfachen Spiele, definitiv. Gucken wir uns ganz kurz noch die Tabelle an, auf jeden Fall. Wie es da aussieht in der Bundesliga. Im Pokal juckt es uns natürlich nicht. Wir sind momentan Sechster und haben, oh, Köln, 17 Punkte stark. Wir in Realität haben momentan auf die Champions League 2 Punkte Rückstand auf RB Leipzig. Müssen pushen und müssen aufpassen, dass von hinten Schalke, die auch einen ganz schwachen Saisonstart haben, wie in Realität ein bisschen, dass die nicht von hinten noch kommen. Bayern 04 ist auch noch da. Die können uns auch theoretisch noch überholen. Die haben erst 7 Spiele. Das heißt, wir können auch aus den Europa-League-Plätzen noch rausrutschen. Das darf natürlich nicht passieren. Müssen wir in der nächsten Episode aufpassen. Aber das, wie gesagt, ist dann für die nächste Episode. Da Lars Stindl darf wieder am Training teilnehmen. Das ist die positive Erkenntnis. Und das war's dann von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt die Links in der Beschreibung. Checkt das neue Merch aus. Hier, Hashtag herrlich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.